Recently, the German State Secretary Karl-Josef Laumann went on a tour through German cities, where he presented a new structure model for professional caregivers. Herr Staatssekretär Laumann, Sie haben kürzlich die Entbürokratisierungstour beendet. Wie steht es denn um das Verständnis für die Umsetzung? Also die Frage Entbürokratisierung, neues Pflegedokumentationsmodell in unseren stationären Pflegeeinrichtungen ist wirklich auf einem guten Weg. Wir haben in Deutschland ungefähr 12.500 stationäre Pflegeeinrichtungen. Es haben sich bis jetzt so ungefähr 7.000 entschieden, diese neue Dokumentation, effizienzgesteigertes Dokumentationssystem zu machen. Das klappt auch deswegen so gut, weil wir einen großen Konsens haben, auch mit den MDK, dass das ein auch rechtssicheres Dokumentationssystem ist. Es spart einfach unheimlich viel Zeit und es passt auch zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. Nämlich, dass auch das, was eine Pflegefachkraft am Ende begründet, stichhaltig ist. Und bin da sehr zufrieden. Das ist wohl das größte Entbürokratisierungsprojekt, was zurzeit innerhalb der Bundesregierung läuft. Und was genau sind die Hauptvorteile dieses neuen Strukturmodells? Ja gut, das hat also einfach den Vorteil, dass man nicht mehr wie bei der Führerscheinprüfung nur noch Kästchen abhakt, sondern dass man einfach in Aufsatzform ganz kurz schreibt, was ist. Und wenn man dann eben begründet, dass zum Beispiel ein Mensch keine Sturzproblematik hat, dann muss man es auch nicht jeden Tag neu dokumentieren. Wenn man, wir schreiben eigentlich das auf, nicht was er jeden Tag macht, sondern was man wissen muss. Also wir müssen ja nicht aufschreiben, jeden Tag, er hat kein Fieber, sondern wir müssen aufschreiben, wenn er Fieber hat. Wir müssen wissen, wenn er normal isst und trinkt, muss man es nicht aufschreiben. Aber wenn es diese Veränderung gibt, dass es eben nicht mehr tut, dann muss es natürlich aufgeschrieben werden und überlegt werden, wie gehen wir damit um. Also es ist auch ein Dokumentationssystem, ich sag mal, was wieder stärker auch auf die Fachlichkeit von Pflegekräften setzt und sie damit auch ein Stück weit achtet. Und wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie in der Pflege verändern wollen? Also ich will vor allen Dingen ändern, dass wir in ganz Deutschland in der Pflege das Einhalten von Tarifverträgen bekommen. Es ist ein Unding, dass in der Pflege teilweise der Wettbewerb über die Löhne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entschieden wird. Ich hätte gerne ein System, dass die Bezahlung der Pflegekräfte in den unterschiedlichen Bundesländern einfach, egal wer Anbieter ist, ob Caritas oder Private, gleich ist, damit der Wettbewerb in der Pflege nicht über die Löhne passiert, sondern schlicht und ergreifend über Qualität, über Vertrauen und über Innovation passiert. Welchen Stellenwert hat Ihrer Meinung nach die Medica in der Vernetzung von Politik und Gesundheitswirtschaft? Na gut, ich kenne die Medica jetzt seit 2005. Sie ist einfach, ich finde einfach die Medizinmesse bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Und dass sie dann hier in Nordrhein-Westfalen stattfindet, das finde ich natürlich auch sehr gut. Es ist, finde ich, auch eine gute Börse zum Meinungsaustausch. Ich finde eigentlich an dieser Messe so interessant, dass man auf der einen Seite natürlich auch Produkte vorgestellt bekommt, dass natürlich auch für Produkte geworben wird, aber dass es auf der anderen Seite auch ein Austausch unter Fachleuten und an der Gesundheitsentwicklung interessierten Menschen ist. Vielen Dank für das Gespräch.